Ich glaube, wir werden in der Lobby gleich empfangen, oder? Jedenfalls meine Lebensanzeige wieder da. Ich höre Stimmen. Geht mir besser aus dem Weg, Konjo! Wo genau sind die? Erstmal ist hier eine Überwachungs. Hallo, wo bist du? Kamera. Jack, ich bin ein bisschen erschrocken jetzt, wo du hier gerade drüber bist. Nice, alle drei. Was war auch relativ einfach, weil in drei Zeilen war die 1C drin. Doppelt. Ach, hier geht's nicht durch, weil hier steht ein Stuhl. Das hier vorbei ist, piss ich auf dein Grab. Der schon wieder. Keine Eindringlinge hier. Ich dachte, der ist tot. Ich geh schon. Schaffen wir das mit meiner verbliebenen Muni? Ich weiß ja nicht, wie viele noch kommen. Was sagst du, Jackie? Schaffen wir das mit unserer Muni? Oder wird knapp? Die haben das Revier im Blick. Vorsichtig! Warum hat das... Hallo, wo bist du? Ist auf jeden Fall bald down. Kann er mal hinter der Wurzel davor kommen? Das hier vorbei ist, piss ich auf dein Grab. Lass dich schon mal ein bisschen brennen. Komm schon raus, ich will nicht. Auf sie, Chica. Was? Wer hat mich jetzt... Ach so, ist Rückverfolgbarkeit, ne? Das hab ich gebraucht. Hey, kommt ruhig, ihr Hurensöhne. Die sind ja wirklich immun. Hab ich. Ja,
Die meckern hier nur rum und das ist alles immer so vulgär, was die hier labern. Magazin ist leer! Also wenn ihr beide gegen den Stein schießt, wird das nix. Oh nein, Susi, aber ich habe auch ständig Kopfschmerzen aktuell. Weiß nicht, ob es der Schlafmangel ist oder... Kommt ruhig, ihr Hurensöhne! Ja, komm! What? Wenn wir nicht sowieso schon fertig erwarten. Wir hören uns, Susi, morgen. Schönen freien Tag. Novaki. Ja, doch gut. Hier? Frag mich nur, ob wir es nicht bald mal geschafft haben? Muss auch gleich mal was trinken. Ganz trockenen Hals hier von der Aufregung. Wie hätte man das denn sneaky machen sollen? Also mal ganz ehrlich. Ich habe keine Granate. Oder? Du nicht gleich losfährst, Targets gleich sorgen. Kann ja auch gerade nichts schlecht machen. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So eine Scheiße. Aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig? Straßenblockade voraus. Ich bitte Sie, eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir. Warte, was? Warum gehen wir nicht einfach auf? Ich komm grad nicht. Warte. Falsche Taste, warte mal. Da habe ich jetzt eine Granate. Wie wechsle ich auf die Granate? Ich komme nicht in mein Waffenmenü.
Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper-Doc. Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es. Die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Gib mir eine Sekunde, okay? Ich glaube, der Ripper-Doc kann auch nichts mehr machen, oder? Erstmal einen Schluck Kaffee. Mr. Wells Überreste. Wohin soll ich sie bringen? Ich glaube, wir lassen ihn zu seiner Familie bringen. Ich glaube, der Ripper-Doc macht nichts. Kann nichts mehr machen. Oder? Ah, komm, wir probieren es. Vic Vector wird sich um ihn kümmern. Seine Familie sollte ihn so nicht sehen. Natürlich. Verstanden. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Aber der hat Loot. Oder ist das jetzt das Zeichen, weil das Jackie ist? Und er hat ein Loot-Zeichen. Nun. Wo soll ich hin? Da. Ich kann übrigens gerade nicht rennen. Frage wurde beantwortet. Wolltest du wissen, ob Jackie die ganze Zeit bei uns ist? Oder ob unsere NPC-Freunde sterben können?
Ich würde trotzdem gern wieder rennen können. Verzweiflung und Scham getrieben, den Freitod vollziehen, Seppuku. Doch im letzten Moment änderte... Vielleicht nicht verkehrt, dass wir nach 3 Stunden mal speichern? Deine Meinung. Weshalb? Das weiß niemand. Was auch immer zu dieser Entscheidung führte. Saburo hat dieses Kapitel ab... Ach so, ich bin überladen. Ich kann nicht rennen. Ach so. Nee, also wir sind, egal ob männlich oder weiblich, wie. Das ist wie bei Assassin's Creed Valhalla, da sind wir ja auch, egal ob männlich oder weiblich, Eivor. Ja, also du bist wie. So mussten sie zumindest die... NPCs, die Texte von den NPCs, also von Jackie und so, nicht neu einsprechen. Obwohl, die machen ja Unterschied mit, zwischen Miss V und Mr. V wahrscheinlich. Aber an sich ändert sich der Name nicht. Kaktussaft. Eis für $25? Das ist ja Ben & Jerry's, ein Schnäppchen dagegen. Hier ist Loot. Erwartet. Mietmuskeln. Der heißt Mietmuskeln. WNS. N54. Selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Der Mord an Saburo Arasaka. Ja, er ist im Auto. Tot. Der Oberhaupt der Arasaka Corporation wurde berichten zufolge. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Wo er für ein Familientreffen war. Saburo Arasakas Sohn, Yorinobu Arasaka, erklärte, dass hinter der Ermordung seines Vaters Rivalen des Konzerns stecken. Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Das waren wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben! Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Addis, dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Schön hier.
Aber die haben Wunderwasser dort. Na, guck mal, Granate werfe ich mit mittlerem Mausrad. Sehe ich gerade. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, da steht links einer. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Ich sterbe jedes Mal in den Cutscenes. Das ist jetzt das zweite Mal. Ich bin, glaube ich, gar nicht tot. August 2023, das war vor anderthalb Monaten. Ja, das meinte Susi wahrscheinlich mit, dass eigentlich ja jetzt erst das Spiel losgeht. Hey. Alles okay? Oh, ich glaube, wir sind. Ging's nie besser. Wir sind, glaube ich, gerade Keanu Reeves. Johnny Silverhand oder so. Du kannst nicht drauf. Hey, hey, cool bleiben. Jupp. Von Johnny Silverhand haben wir erst schon gehört mit dem Cocktail im, wie hieß der Laden, Afterlife oder so? Wir gehen jetzt einfach auf die Bühne. Natürlich total zugedröhnt. Heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Oh, kommt jetzt? Die Quest heißt jetzt Love Like Fire. Kommt jetzt zunächst die Quest, die verbuggt ist? Geht klar. Aber ich will's heute. Das hieß, die hieß irgendwie Atomic Lover, oder? Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Ich verstehe aber den Hype um Keanu Reeves auch nicht. Ich weiß nur, dass der das eine Mal, als die Cyberpunk vorgestellt haben, auf der Gamescom oder irgendwo, war er ja da und hatte so einen lustigen Auftritt da. Aber so richtig verstehe ich den Hype auch nicht. Ich muss auch sagen, ich habe noch gefühlt nie einen Film gesehen mit ihm. Er spielt ja auch John Wick, glaube ich. Aber noch nie gesehen. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Ich entscheide, wann wer zu spät ist. Steig ein!
bevor ich meine Meinung ändere. Silverhand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar? Natürlich. Fahrstuhl scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Klingt mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy, mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los!